Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Ah, Monke, Sie sind da. Mein Führer? Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Schweißfeger, neue Befehl. Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Du, kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Die wird schrecklich gut in meinen Garten passen, zu dem Bassin. Bitte schön, kaufst du mir doch, wenn alles gut geht und wir noch aus Berlin rauskommen. Aber Chopper, ich weiß doch gar nicht, wem sie gehört. Wahrscheinlich ist sie Staatseigentum, dann kann ich sie nicht in deinen Privatgarten stellen. Ich melde, der Führer ist tot. Die Logik der Frau. We're watching animal porn!